Die Lesung für den ersten Sonntag in der Passionszeit ist zugleich der heutige Predigtext und steht im Evangelium nach Matthäus im 4. Kapitel. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und weil Jesus 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hatte er Hunger. Und der Versucher, der Teufel, trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern auch von jedem Wort, das von Gott kommt. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, Gott der Herr wird seine Engel deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf deinen Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du solltest den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, dein Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu Jesus und dienten ihm. Amen. Das hatte sich der Herr und Meister vielleicht etwas anders vorgestellt. Aber genau das ist das Problem, wenn du nicht Gott im Himmel bist. Wenn du auf der Erde rumläufst. Wenn du auch nur ein wenig Menschliches an dir hast, dann bist du permanent dem Kosmos und den Mächten dieses Universums ausgeliefert. Und die sind, weiß Gott, nicht nur göttlich. Das sagt uns die Erfahrung. Und sie sagt es heute auch Jesus. Menschsein ist Leben in ständiger Versuchung. Und die lockt leider oft auch in unlauterer Absicht und häufig auch zu unserem Nachteil. Sie sorgt dafür, dass allerlei durcheinander geworfen wird in uns drin und in der Welt und manchmal mit chaotischen, um nicht zu sagen teuflischen Folgen. Verdammter Versucher, verdammter Durcheinanderwerfer. Es ist ein Drama in drei Aufzügen. Jesus ist in der Wüste. Der Geist Gottes selbst hat ihn dahin geführt. Die Wüstenerfahrung ist also keine Option, sie ist quasi erzwungen oder notwendig. Notwendig, weil menschlich. Jesus hat Hunger. Das kann man verstehen, wenn man wochenlang als Asket gelebt hat. Und man kann sich noch so weit zurückziehen in die Ortlosigkeit. Irgendwann sprechen die Stimmen zu dir. Bist du nicht Gottes Sohn? Komm schon, wenn du es bist, dann zeig's doch mal. Mach doch aus Steinen Brot. Wenn er der Sohn Gottes, also absolut mit Gott im Bunde ist, da bin ich mir sicher, dann wäre das prinzipiell doch ein leichtes. Und man stelle sich vor, Jesus hätte mir nichts, dir nichts, der Versuchung nachgegeben und so a la Hokus Pokus, Simsalabim, Abracadabra, Expecto Panem, Hex Hex. Nicht nur Steine zu Brot, sondern zu Croissants gemacht und sie dem Teufel auf einem Silbertablett gereicht. Warum nicht? Der Teufel hätte klein beigeben müssen und Jesu Größe wäre erwiesen. Aber
auch seine wahre Größe? Ich glaube nicht. So einfach ist Jesus jedenfalls nicht aus der Reserve zu locken. Und wie es sich für einen Mann Gottes oder für einen göttlichen Mann gehört, hat er das rechte Bibelwort parat. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das von Gott kommt. Und ich ergänze, so ist es. Etwas unvermittelt dann ein neuer Ort und ein zweiter Versuch. Der Teufel beherrscht viele Tricks. Er ist ein Meister der Verharmlosung. Und nicht nur, wie man so sagt, ein Eichhörnchen. Und er steckt auch nicht nur im Detail. Nein, der Teufel ist auch bibelfest. Vielleicht wird deshalb von einigen auch vermutet, er wäre ein gefallener Engel oder sowas in der Art. Plötzlich geht es hoch hinaus. Jerusalem, die heilige Stadt mit ihren hohen Zinnen. Das Duell ist eröffnet. Wirf dich hinab, steht nicht geschrieben. Und dann zitiert der Teufel das Bibelwort, das bei den Taufsprüchen in der Hitliste immer noch ganz weit vorne steht. Wirf dich hinab, denn Gott wird seinen Engeln befehlen über dir, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Genau, so heißt es in Psalm 91. Aber heißt es nicht auch, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um? Das hat nicht Jesus Christus gesagt, sondern Jesus Sirach, den ihr in den alttestamentlichen Apokryphen, also den Zusatzbüchern, die es nicht so ganz in unsere Bibel geschafft haben, findet. Und Jesus Christus hat an der Stelle wahrscheinlich ähnlich gedacht und sagt sinngemäß: Warum Gott unnötig auf die Probe stellen? Warum gegen die bekannten Naturgesetze verstoßen wollen? Die Gravitation gilt vielleicht nicht im himmlischen, aber sicher im irdischen Jerusalem. Warum wieder besseres Wissen eine Dummheit begehen, nur um zu schauen, ob Gott eingreift? Nein, nein, mein Freund. Gott lässt sich nicht veralbern und ich bin doch nicht bescheuert. Wer so einfach springt, der schlägt sehr wahrscheinlich auf oder ein. Und schließlich Versuch 3, ein dritter Ort, ein Berg. Alle Reiche der Welt verspricht der Teufel Jesus für einen einzigen Kniefall unter vier Augen. Warum nicht? Ist man vielleicht geneigt zu sagen. Heiligt in dem Fall vielleicht nicht der Zweck die Mittel? Wenn für eine vermeintliche Kleinigkeit auch noch ohne Zeugen alles zu haben ist, wenn die Herrschaft über die Welt greifbar ist. Jesus hätte sich dann ja viel ersparen können. Die ganze Predigerei, die ganze Heilerei, den ganzen Ärger, den er sich da eingehandelt hat und auch das Kreuz mit dem Kreuz. Hätte er auch nur für einen kurzen Moment den Pakt mit dem Teufel geschlossen. Aber o weh, weg mit dir, Satan, sagt Jesus zum Letzten. Vielleicht hat er es nicht verstanden. Vielleicht hat er nicht gewusst, was Jesus wirklich vorhat. Das liegt ja auch nicht unbedingt auf der Hand, wenn man sich als Herrscher über alle Reiche der Welt fühlt, so wie der Teufel. Wenn man weiß, dass man die Menschen jederzeit in Versuchung führen kann. Wenn man weiß,
dass man da viele Strippen ziehen und das Chaos jederzeit an allen Ecken und Enden heraufbeschwören kann. Wenn man Zweifel oder Neid säen kann, wenn die Versuchung nur groß genug werden muss, damit die Gegenwehr oder die Stimme von Anstand oder der Wille zum Guten verstummt. Jesus denkt da anders. Sein Reich, das wird er später sagen, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus denkt weiter. Jesus denkt größer. Deshalb auch kein Deal. Deshalb kein Pakt mit dem Teufel. Da ist Jesus knallhart. Da gibt es bei ihm keine Kompromisse. Denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Auch das wird Jesus später dann noch sagen. Jesus ist anders als die anderen. Deshalb kriegt der Teufel ihn auch nicht zu fassen. Jesus erlebt die Versuchung. Jesus erfährt die Wüste, die Ortlosigkeit, den Zweifel, die Anfechtung, all diese Dinge. Aber er bleibt, wie er ist. Unkonventionell konsequent. Ein Mensch mit himmlischen Prinzipien. Er bleibt anständig. Sei der Messias. Das ist seine Mission. Der Teufel verschwindet. Ein anderer Gottgesandter wäre vielleicht besser gewesen, sind wir häufig geneigt zu sagen. Ein starker Anführer, einer, der der Welt mal zeigt, wo der Hammer hängt. Mächtig, stark und unbesiegbar. Und sei es auch zu dem Preis, dass er genau auf das Muster reagiert hätte, das der Teufel da ausbreitet. Einer, der aus Steinen Gebäck macht, einer, der fliegen kann, und sei es auch nur, weil Engel ihm Auftrieb geben, und einer, der diesen Planeten so kraftvoll regiert, dass alles supi ist. Von mir aus in heimlicher Absprache mit dem Teufel. Was haben wir stattdessen? Wir haben die Erfahrung von Wüste. Wir haben die Erfahrung von Versuchung. Wir haben die Anfechtung, die Zweifel, das sichtbare Elend, den Machtmissbrauch, den Krieg, die Armut, die permanente Anfälligkeit für das Böse. Die Welt ist echt nur teilweise gut. Trotz Jesus. Und meine Vermutung, so wird das bleiben. Die Welt wird mal besser und mal schlechter, das hängt auch davon ab, wie wir mit den allerlei Versuchungen umgehen. Aber es gibt so manche, denen sollte man besser nicht nachgeben, keinen Millimeter, wenn man nicht in Teufels Küche kommen will. Und da, wo der Hammer regiert, da geht naturgemäß auch mal das Falsche kaputt. Gut und böse. Da gibt es dann durchaus auch mal Berührungspunkte. Und dann musst du höllisch aufpassen, was oder wen du da gerade im guten Glauben kaputt klopfst. Natürlich kommt heute nicht einfach ein Teufel um die Ecke. Und sehr wahrscheinlich gibt es auch keine Hölle, die von einem Teufel regiert wird. Meine Meinung. Aber es gibt das Potenzial zum Chaos. Es gibt das Potenzial zum Bösen. Es gibt die Faszination des Bösen und dessen Banalität. Es gibt Strukturen, die begünstigen das Böse. Es gibt Ereignisse, es gibt Worte und Taten,
die bleiben menschlich unverzeihlich. Und es lässt sich wenigstens punktuell und auf Zeit die Hölle auf Erden herstellen. Theoretisch von jedem und jeder. Wir haben das Potenzial und wir haben die Mittel. Und solange das so ist, lasse ich das Wort Teufel gelten. Und da sollten wir immer sehr wachsam sein. Aber es ist Quatsch, deshalb überall nur noch den Teufel am Werk zu sehen und alles generell in dieser Welt zu verfluchen, was mit Versuchung zu tun hat. Versuchung hat ja eben auch mit Suchen zu tun. Und dann zu finden, gibt es im Leben ja auch allerlei schöne Dinge. Wer sich frei fühlt von jeder Versuchung oder davon frei machen will, der wird vielleicht irgendwann auch in seiner Komfortzone einschlafen und am Ende noch auf diese Weise Dinge für Gott halten, die nicht Gott sind, und er wird den Teufel genau dort vermuten, wo er gerade nicht ist, und umgekehrt. Oder er wird vor Langeweile sterben. Menschsein heißt immer auch versucht zu sein. Schön natürlich, wenn man möglichst häufig die richtigen Schlüsse zieht und im Zweifel weise zwischen Gut und Böse zu unterscheiden vermag. Jesus, den haben wir dabei ganz gewiss auf unserer Seite. Und wo Jesus ist, da ist der Teufel wahrscheinlich noch nicht matt. Aber er steht permanent im Schach. Amen.